Vorzüge des Ziegelsteins als hochwertigem Baustoff für Fassaden, Dächer und Pflaster will die Ziegelindustrie auf der NordBau unterstreichen. Dafür wurde ein Länderwettkampf unter norddeutschen Mauerlehrlingen ausgelobt. Besucher können den Handwerker zusehen, wie sie mit den Klinkern die Gestaltungsmöglichkeiten für klassische und auch ganz moderne Wände ausloten. Das facettenreichste Fassadenelement wird prämiert. Wir befinden uns hier auf der Baumesse. Und zwar sind hier drei Firmen, die hier dran teil. Das ist ein Wettbewerb. Hier werden zwei verschiedene Mauerwerke dargestellt. Einmal der Rundbogen mit verschiedenen Friesschichten im Kreuzverband gemauert. Und einmal, sieht man jetzt natürlich noch nicht so viel, ist das ein Ziermauerwerk mit Reliefschichten. Der Sinn der Sache ist, dass hier auf der Baumesse halt auch ein paar Mauer präsent sind, um mal zu zeigen, was man mit verschiedenen Baustoffen überhaupt herstellen kann. Hier zum Beispiel haben wir den klassischen Kreuzverband. Jede erste Schicht ist eine Kopfschicht, das heißt immer ein halber Stein sichtbar. Jede zweite Schicht ist wieder dann ein ganzer Stein zu sehen. Und das wiederholt sich dann jede dritte Schicht. So, und dann kann man halt noch verschiedene Bögen darstellen, verschiedene Zahnschichten. Ja, das ist halt, kann man individuell gestalten, dieses Ganze. Im Moment sieht das ja ganz gut aus. Also wir sind noch am Führen, aber es zählt ja nicht die Geschwindigkeit, sondern auch Sauberkeit und das Endergebnis zählt halt. Im Endeffekt hat die Bewertung der Baugewerbeverband und das ist das Einzige, was zählt.